Dann mit dem Zollstock musst du jetzt dann das Maß ermitteln. Er ist jetzt seit ein paar Wochen bei uns und er hat jetzt schon sehr vielfältig was kennengelernt. Das heißt vom Kesselabriss, über Wartungsservice, weil wir haben natürlich einen sehr umfangreichen Beruf. Ich war aber schon im Vorfeld, wusste ich schon, dass ich was Handwerkliches machen werde. Das Probi hat mich jetzt bestärkt. So eine Berufung mit Metall und so weiter zu machen, führen. Ja. Kannst du einmal rumkommen hier im Badezimmer, mit beigucken hier, dann sieht jemand extra hier rein. Was macht dir am meisten Spaß an? Dass ich die Getränke und das Essen zu den Kunden bringen kann, weil ich dann halt sehr viel mit denen zu tun habe und das mag ich halt voll gerne. Merkt man ja an, dass sie das gerne macht? Ja, doch. Ja, ist schön, hat eine ruhige Art, ist sehr aufmerksam. OB ist eine ganz schöne Erfahrung, weil wir können den Praktikanten viel länger kennenlernen, als es sonst der Fall ist, wenn wir zum Beispiel einen Schulpraktikanten nehmen, der vielleicht nur eine Woche da ist oder auch zwei Wochen. Sehr wertvoll. Gibt ihnen so ein bisschen Halt und Rückendeckung und gibt ihnen Anweisungen, wie man sich im Bewerbungsgespräch verhält und wie das auch abläuft, damit man sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Adrian, hat dir Pro B geholfen? Also es ist möglich, mir herauszufinden, wo meine Stärken sind, oder was ich vielleicht später mal mehr werden möchte. Beim ersten Mal war ich beim Verkauf, das hat mir sehr gut gefallen. Beim zweiten Mal war ich dann beim Bau-Innenausbau, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da wusste ich, Verkäufer ist was für mich. Wie ist das hier so im Team zusammenzuarbeiten? Also es gefällt mir schon im Team, alle nett. Und ja, ich bin ja auch teamfähig. Fühlst du dich akzeptiert hier? Ja, auf jeden Fall. Sehr fleißig. Der Herr Sahler ist sehr, sehr fleißig. Ja. Aber es ist dann ein ganzes Jahr, das ganze 10. Schuljahr, jeden Dienstag. 6 Monate, das weiß ich, ne? 6 Monate, Dienstag. Jeden Dienstag. Und dann die Abteilung, die wir besprechen, gehen sie direkt da rein. Ja. Ne? Also wir wechseln aber. Wir machen mindestens 3 Abteilungen. Also die Leute, die ich in der Praxis kenne, haben immer größere Chancen, als die Leute, die nur vom Papier kennen. Er hat sich super angestellt, wissbegierig, hilft auch, sieht Arbeit, geht ran. Also da merkt man wirklich, dass er Lust hat. Und ich sage einfach mal, solche Leute brauchen wir, damit unser Beruf halt auch weiter besteht. Wie war dein Weg? Ja, also ganz normal Schule halt. Dann hatten wir Pro B. Da konnte ich viele Sachen ausprobieren. Und nach Pro B hatten wir dann ein Schulpraktikum, wo ich dann gesagt habe, ich gehe in den Gartenlandschaftsbau, weil mir der Gartenbau sehr gut gefallen hat. Habe ich eine Bewerbung geschickt und jetzt kann ich auch die Ausbildung machen. Okay. Das ist dieses Jahr gewachsen und damit davon halt mehr kommt, geht man unten her und schneidet dickes, altes Holz raus. Aber wir müssen meinen, dass wir einen Traumjob gefunden haben? Ja, schon. Ist ja auch ein super Arbeitsklima und deswegen denke ich schon, dass das der perfekte Job für mich ist. Super toll geholfen. Ich bin in 3 Bereiche und also der Friseurbereich, der hat mir super gut gefallen. Ich bin im Moment auf der Meisterschule im BBZ und bin super glücklich.